Ah. Dass ich die alle brauche. Und das Ding macht ja Bumm, wenn es zu nah an die Knarre rankommt. Also. Komm. Wege für raus. Das war schon mal. So. Warte mal, jetzt hol ich mir erstmal hier meinen extra Gemmer. Sieht zumindest so aus, als ob das... Nee, das ist was anderes. Was ist das? In den Sälen meines Tempels gibt es vieles, das du lernen kannst, denn es gibt vieles, das du nicht weißt. Deshalb bist du ein Kind. Aber Kinder werden gelehrt, und alsdann erlangen sie Herrschaft über die Länder ihrer Herkunft. So soll es mit dir und deinen Nachkommen geschehen. Ich will keine Nachkommen, danke. My buddy, my choice. Nix Kinder aus mir rauspurzeln. Dankeschön. Aber warum kriege ich das Ding da nicht? Warum ist das jetzt einfach nur... Ich dachte, ich krieg das jetzt. Mann. Für später aufgehoben. Ja. Großes Gebiet. Finde ich jetzt nicht so gut. Okay, da geht's nicht lang. Das öffnet sich wahrscheinlich, wenn wir fertig sind. Bleibst erstmal. Hier ist eine verschlossene Tür. Wow! Okay. Oh, das wird ganz schrecklich. Okay. Komme ich in diese Tür? Ich kann hier ja... Kann ich hier Schlüssel oder so finden? Komme ich sonst an dem da lang vorbei? Und wenn ja, bringt mir das was? Aber ich könnte da lang vorbei. Ist das vielleicht cleverer? Fragezeichen? Erstmal komme ich hier lang vorbei. Wow. Oh Gott, das war eine ganz schreckliche Idee. Ja, ja, geh weiter. Nico schon, geh weiter. Geh. Schlüssel! Schlüssel.
Kann ich die Schlüssel... Ich will die Schlüssel wieder mitnehmen. Ich werde aber beide brauchen, nehme ich an. Also. Wo ist der gerade? Da ist er. Okay. Bringen wir den doch schon mal rum, ne? Glaube ich sogar relativ egal, aber die muss ich stören. Da kommt er wieder. Na komm, mach schneller. Ja, ja. Ja, nur lauf. Roll, schwebe. Und dann kommst du mit. Ist noch eins. Das wäre ein QR-Code. Es ist offensichtlich, dass ich nicht der Erste bin, der diesen Pfad beschreitet. Um genau zu sein, scheint es, als ob alles bewusst geplant wurde. Aber war es die Stimme im Himmel oder eine andere Macht? Oder vom Schäfchen? Eingesperrt und den Schlüssel verschluckt. Kenne ich. Ich hatte so einen schönen Schlüsselbund. Hä? Ach, da. Ja, ja. Schlüssel! Auch gedacht. Ohne Leiter. Aha. Da lang geht's raus. Okay. Da lang ist noch eins. Das rote. Ein ansteigendes Problem. Ich glaube, so langsam werden die Rätsel. Was ist das? Farbe? Rat erbitten. Aha, pinsel mir mal einen QR-Code hier. An diesem Ort dürfen jene, die sich als würdig erwiesen haben, den Rat meiner Boten suchen. Aber sie werden ihre Weisheit nicht leicht preisgeben, denn deine Errungenschaften müssen deine eigenen sein. Aber das sind sie doch. Halsguschen. Wenn Elohims Boten dies lesen können... Einer seiner Schar braucht Beistand. Zuerst muss ein Bote erweckt werden. Automatisches Antwortsystem. Ich habe viel Zeit damit verbracht, darauf zu warten, dass der Gestalter mich bei der Hand nimmt, bevor mir klar wurde, dass er mich schon die ganze Zeit geführt hat. Mir wurde bewusst, dass ich nicht nach seiner Hilfe suchen soll, sondern dass ich mir selbst helfen muss. Ja, halt die Gusche. Komm her. Gut, jetzt habe ich ihm gesagt, soll steh still, aber das bringt mir eigentlich nichts. Kann ich ihn da hochlocken? Also fährt er die Treppe hoch? Kann ich ihn da ja einsperren? Ja! Ja.
zurück, das ist schön. Ein Schlüssel. Schon wieder ein Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Kann ich den dann von da oben greifen? Ja, cool. Was ist der Schlüssel? Da hätte ich ja fast nicht aufgepasst. Okay, ja. Komme ich aber nicht da rein. Ja, ja. Beruhigen Sie sich. Nur den einen. Ich habe so eine Ahnung. Nochmal da raus. Nochmal da durch. Na komm, ich steh jetzt. Na bist du brav. Ja, fein. Dadurch. Und dann machst du Bumm. Ich mache gleich erstmal Frühstück. Und Bumm. So. Kann ich mich nicht, schade. Also nicht hinsetzen oder hocken. Erstmal ein bisschen planschen hier. Sieht so warm aus auch hier. Ich glaube, ich habe hier jetzt alles, ne? Hast du noch was Neues für mich? Achtung, Ihr Benutzerprofil ist fertig. Profil herunterladen? Ja. Herzlichen Glückwunsch, Ihr neues Benutzerkonto wurde erfolgreich registriert. Möchten Sie weitere Informationen angezeigt bekommen? Psychologisches Profil. Das ist immer gut. Möglicherweise haben Sie Ihre Leistung bereits kritisiert, aber es ist klar, dass Sie verstehen, wie Sie die Welt der Ideen, Sie beeinflusst, obwohl Sie manchmal der Realität überdrüssig sind und es Ihren Vorlieben erlauben, Ihre Ansichten zu beeinflussen. Sie haben bisher ungeahnte geistige Fähigkeiten, die Sie aber bisher nicht zu Ihrem Vorteil eingesetzt haben. Nach außen erscheinen Sie diszipliniert und selbstgesteuert, aber innerlich neigen Sie dazu, besorgt und unsicher zu sein. Das macht mir jetzt Sorge. Woher weiß das Spiel so viel über mich? Aber Sie sind trotzdem stolz darauf, ein unabhängiger Denker zu sein und akzeptieren die Behauptungen anderer nicht ohne zufriedenstellende Beweise. Meistens ja. Konfliktanzeigen. Benutzer hat eine bestimmte Ansicht von Persönlichkeit zutage gelegt, fand deren Implikation aber unbehaglich. Okay, Kontoberechtigung. Profilprivilegien, nur grundlegende Kontoprivilegien. Da Ihr Konto noch offene Bemerkungen aufweist, kann Ihnen zurzeit kein Administratorstatus gewährt werden, obwohl Sie viele Charakterzüge einer Person aufweisen. Bitte genießen Sie in der Zwischenzeit die Basisfunktionalität Ihres Kontos. Access-Com-Portal. Sie haben derzeit ein Basiskonto, Netzwerkzugriff auf Administratoren beschränkt. Bitte genießen Sie die Basisfunktionalität. Support-Ticket. Tut mir leid, dass ich nicht in der Lage war, Sie besser zu unterstützen. Wenn Sie weiterhin auf ein Problem stoßen, beschreiben Sie es bitte. Kontozertifikationsfehler. Danke, ein Support-Ticket wurde erstellt und Ihrem Profil angehängt. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald eine Antwort gesendet wurde. Ja, nochmal.
haben Sie jetzt ein Basiskonto? Ja, ja. Achso, mehr kann ich gerade nicht mehr machen. Schade. Okay, Exit. Ah, nee, das haben wir schon gelesen. Entschuldigung, mein Fehler. Das hatten wir ja schon. Und ich habe wieder alles abgehakt. Aber gibt's hier sonst noch was? Komme ich hier noch irgendwo hin? Nee, das ist hier nur dieses Rondell von dem Hof, von dem halt die Abschnitte abgehen. Nicht, dass ich hier sonst so eine schicke Videoaufnahme oder so eine Audiodatei verpasse. Aber hier ist anscheinend nichts. Okay. Dann ist die 3 auch abgehakt, komplett. Wir haben 8 Tore, ne? Ne, 7. Naja, und da mit Sternchen. Sternchen haben wir schon. Was ist das da? Ich will da rein. Okay, 4. Los geht's. Ja, ich hab Hunger. Ich will mir was zu essen machen. Diese Welten und wir mit ihnen wurden aus Worten erschaffen. Verborgene Worte. Für dich nicht sichtbar und doch Teil aller Dinge. Wir sind eine Geschichte. Deine Taten hauchen ihr Leben ein. Und die Geschichte gibt deinem Leben einen Sinn. Mein Leben hat einen Sinn? Fortschrittsreport 1. Absender Nadja Sarabai an ihren Verteiler betreff Fortschrittsbericht 1. Hallo allerseits. Alles wurde zur EL-Anlage transferiert. Ich weiß, dass es traurig ist, das gute alte Jeff-Gebäude hinter sich zu lassen. Aber es macht Sinn für uns, vor Ort zu sein. Besonders da es in den nächsten Wochen schwerwiegende Stromausfälle geben könnte. Arcades Team arbeitet bereits. Aber ihr müsst euch wenig Gedanken machen, dass sich die beiden Teams in die Quere kommen könnten. Die Anlage ist wirklich gigantisch. Lasst es uns anpacken. Nadja. Mailfehler. Absender Arcady an 504 Empfänger. Ich fasse mich kurz. Sie wissen alle, wer ich bin, also wissen Sie auch, dass ich weiß, wovon ich rede. Mir ist klar, dass Sie alle an Projekten arbeiten, die uns abwenden, um eine Lösung zu finden. Ich glaube, dass nicht biologischen Elemente unserer Zivilisation nicht so schnell wie möglich handeln. Am Anfang finden Sie eine genauere Erklärung meines Vorschlags, aber hier die Zusammenfassung. Globales Unterfangen. Okay. Die ganze Mail ist anscheinend ein Fehler. Anfänge. Straton von Stageira über Anfänge. Fragment. Es ist ein schwerer Fehler vieler Philosophen, nicht nur jenen der athenischen Schulen, sondern auch von vielen anderen, dass sie nicht mit der Beobachtung des Kosmos, der uns umgibt, beginnen, sondern indem sie zuerst ihre Schlüsse ziehen, und oft ist diese Schlussfolgerung, dass die Welt perfekt erschaffen wurde und die Menschheit die größte Schöpfung der Götter darstellt. Doch weder die Welt noch die Götter schulden der Menschheit Perfektion. Es ist pure Arroganz, dies anzunehmen und allen Methoden der Philosophie entgegengesetzt. Der ehrliche Philosoph sucht nichts als die Wahrheit, auch wenn sie keinen Trost bringt. Und er muss seine Suche, so wie schon Sokrates sagte, mit der Annahme beginnen, dass alles, was er weiß, ist, dass er nichts weiß. Okay. Ja, also ich weiß auch, dass... Siehe, ich bin Elohim und meine Stimme befiehlt der Dunkelheit hinfort. Aha. Überzählige Daten gelöscht. Überzählige Daten, okay. Schieb es weiter. Oh, das ist ein Riedchen, das ist neu. Aha. Da war ein Stern. Gut zu wissen. Der ist leicht versteckt. Ah. Okay, was mache ich damit? Kann ich dich jetzt hier rauf? Nicht.
Ja. Brauche ich beide? Weil das vielleicht so durch die Mauer nicht geht. Nein, also ich habe keine Ahnung, was ich hier damit tue. So auf jeden Fall schon mal nicht. Ich nehme euch erstmal mit. Ich habe keine Schar, wo ich euch gebrauche. Wahrscheinlich muss blau zu blau. Mit reinnehmen zusätzlich. So ein rotes Schwurbelding habe ich hier auch nicht, ne? Das muss also wahrscheinlich von dem ausgehen. Der Stern ist auch nicht markiert hier drauf. Dass der blau ist und nicht rot. Aber ich habe hier auch keinen roten Manu. Das hier wäre aber auch ein bisschen zu sehr ums Eck dann. Ist vielleicht mal ein Speicher-Spiel. Achso, ja, da ist ja nur die Datei. Checkpoints, okay. Checkpoints. Was ist das da hinten? Das gucke ich mir noch an und dann. Das glaube ich erstmal.
für heute genug oder für jetzt gerade genug aufgenommen? Die Antwort, die ich immer und immer wieder gefunden habe, ist das Spielen. Jede menschliche Zivilisation in der Geschichtsschreibung hatte Spiele. Wir lösen Probleme nicht nur, weil es nötig ist, sondern auch, weil es uns Spaß macht. Sogar als Erwachsene. Gib einem Menschen ein verknotetes Seil und er wird es entwirren. Gib ihm Bausteine und er wird etwas bauen. Spiele sind ein Teil von dem, was uns ausmacht. Wir sehen die Welt als ein Geheimnis, ein Rätsel, weil wir schon immer eine Spezies von Problemlösern waren. Allerdings. Und, dann schauen wir doch mal, wo er den Checkpoint setzt. Und zwar finden wir das dann in der nächsten Aufnahme heraus. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und fürs Aushalten meiner, naja, ab jetzt wahrscheinlich doch stark abnehmenden Rätselkünste. Ich will da runter. Aber wahrscheinlich setzt er mich dann nur wieder hier hoch. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs wahrscheinlich Miträtseln. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Es ist auf jeden Fall sehr entspannt. Trotz Rätseln, oder vielleicht auch gerade wegen den Rätseln. Und es ist so schön hier noch. Ich habe so die Befürchtung, dass ich das noch ändern könnte. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao.